Schönen guten Tag und herzlich willkommen zum Kaffeeklatsch. In letzter Zeit gab es ja einige Veränderungen hier bei der Kieze, denn es dreht sich nicht mehr ausschließlich um Minecraft. Ne? Ihr seht es auch jetzt gerade im Hintergrund, mal wieder Battlefield 3, die Beta natürlich noch immer. Das hat hauptsächlich damit zu tun, dass ich noch immer recht wenig Zeit habe. Ne? Ich würde ganz gern Minecraft-Videos am laufenden Band produzieren. Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich das auch machen, aber das Problem ist eben, ich habe nicht ständig Lust auf Minecraft, ne? Das ist, denke ich, auch nachzuvollziehen und ja, damit ich diesen Channel hier eben trotzdem mit Videos versorgen kann und somit auch euch, preppe ich eben mit, was ich so spiele, ne? Und das ist eben nicht immer Minecraft. Trotzdem wird Minecraft natürlich eine große Rolle spielen weiterhin. Also eine sehr große Rolle, die größte Rolle insgesamt auf diesem Channel. Denn es ist einfach das Spiel mit dem meisten Potenzial über Jahre hinweg, mich zu unterhalten. Und hoffentlich auch euch natürlich. Deswegen nicht weinen. Ja, Minecraft kommt wieder und zwar schon bald. Und es wird auch wieder das Let's Play geben. Höchstwahrscheinlich auch in der gleichen Welt. Aber an einem anderen Ort. Denn ja, man kann eben nicht alles nutzen, was in 1.8 dazugekommen ist. Und das wäre schon recht schade. Natürlich ist es auch schade, dass wir dann unsere Hütte, die wir bisher gebaut haben, zurücklassen müssen. Beziehungsweise erstmal zurücklassen müssen. Und dann jederzeit dann wieder dahin zurückkehren und dort wieder weiterbauen. Aber ich möchte, wie gesagt, die Features von 1.8 schon ganz gern mitnehmen. Dafür müssen wir dann halt nur ein ganzes Stückchen reisen in unserem Seed. Da gibt es dann wahrscheinlich mal demnächst ein Special-Video, wo wir uns dann eine neue Region suchen, die schön ist und die uns gefällt. Also ich suche sie aus, ich hoffe, sie gefällt dann eben auch euch. Aber ihr könnt trotzdem dabei sein sozusagen. Ne? Und ja, wenn es euch nicht gefällt, dann können wir eventuell nochmal sehen, dass ich mir noch was anderes suche. Ich möchte auch ein bisschen mich nach euch richten. Zumindest ein bisschen, wie gesagt. Ja. Jetzt gibt es für mich folgendes Problem. Also, was heißt Problem? Kein Problem, sondern es gibt ja so viele schöne Spiele, die man ganz gern mal spielen würde. Und die ich auch ganz gern spiele. Ja? Leider kann man eben zu allem nicht ein Let's Play machen. Es sei denn, man macht hier YouTube als Hauptjob. Dann kann man das eventuell machen. Ich kann es nicht. Ich habe einfach nicht genug Zeit. Allerdings möchte ich halt trotzdem ganz gern euch dies und jenes Video vorstellen. Dieses und jenes. So. Und deswegen wird es ab demnächst, in den nächsten Tagen, denke ich mal, wird es eine neue Videoserie geben, die da heißt Kikma. Ja. Und da geht es dann halt eben in jeder Folge um ein anderes Spiel. Das werde ich dann eben kurz anzocken, werde ein bisschen was dazu erzählen, werde sagen, wie es mir gefällt und was mir eben sonst noch so dazu einfällt. Und ja, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, dem ich da mit helfen kann, entweder das Spiel eben zu kaufen oder eben nicht zu kaufen, weil es eben doch kacke ist. Ne? Außerdem wird es demnächst hier auch ein paar Koop-Let's Plays geben oder auch Multiplayer. Ich habe da ein paar Freunde an der Hand sozusagen, die da ganz gerne mal mitmachen würden. Wir testen das natürlich erstmal, ob das alles auch umsetzbar ist, zeittechnisch, mit der Technik und so weiter. Aber es sieht sehr vielversprechend aus und ich denke, das kann auch sehr lustig werden, beziehungsweise es wird sehr lustig. Und ja, welche Spiele da gespielt werden, da lasst ihr euch am besten mal überraschen. Und ja, ich würde sagen, das war es schon fast auf meiner Tagespunktordnung. Tagesordnungspunkte. Alle haben wir durch. So, ich spreche jetzt nur noch in Krümeln, ja. Nicht mehr im Kuchen. Und ohne Sinn und Verstand. Ja. Also, wie gesagt, was ich letztendlich nochmal unterstreichen möchte, Minecraft wird weiterhin eine sehr große Rolle spielen auf diesem Channel und auch schon bald gibt es wieder ein Let's Play. Ne? Keine Angst. Ich
muss nur sehen, wie ich das alles in einen 24-Stunden-Tag quetscht bekomme. So, dann würde ich sagen, ich wünsche euch was. Ich habe die Runde hier bei Battlefield 3 auch gewonnen. Ne? Mein Verhältnis ist gar nicht so schlecht. Kennt er sonst gar nicht von mir, aber ich bin halt ständig am Üben. Also, bis dann. Tschüss.